Hallo Lukas, was geht ab? Nee, Staking ist nicht besser, weil Staking ist inklusive Zinseszins. Hallo, was geht ab, Leute? Hongi? Ich habe gerade eine Frage von einem Zuschauer beantwortet. Ich habe ein paar neue Sign-up-Boni bekommen. Referral. Oh yes, danke, Leute. Ich bin vorhin so vom Einkaufen zurückgekommen, habe mir ein bisschen was zum Frühstück geholt. Und dann sehe ich so Nico vor der Tür stehen, also direkt hier, weil hier unten ist ja mein Internetmodem. Das heißt, direkt hier, 1 Meter steht er sozusagen direkt neben dem Modem, zack, super saftig, Nico Away-Videos hochladen. Alter, ich habe ihn so 3 Monate nicht gesehen, auf einmal sehe ich hier vor der Haustür Internet schnurren. Grüße geht raus, er meinte demnächst, er hatte jetzt ein bisschen Urlaub, bisschen unterwegs war und jetzt demnächst noch ein bisschen was zu tun mit Umzug und so. Kind ist auch unterwegs und dann. Schaut mal wieder vorbei! Also seid gespannt. Also, ich habe ja das monatliche, nicht monatliche, das wöchentliche Treffen mit Dimi, wo ich was essen gehe. Manchmal schaut Bargisch vorbei, manchmal schaut Tati vorbei. Und die Woche meinte Nico, gibt's Bescheid? Wenn es geht, wenn es passt, dann schaut auch vorbei. Ich schneide gerade das Video von gestern, also für euch gestern, für mich heute, wo wir Schnitzel essen waren. Und ich erinnere mich zu Pokémon Go-Zeiten. Waren wir auch mal dort essen und da hatte ich Schnitzel. Also gestern hatte ich Grillteller und da hatte ich auch Schnitzel mit Champignonsauce. Und so viele Leute haben dann in die Kommentare geschrieben, dass es falsch ist, man darf das nicht mit Champignonsauce essen. Wie kann man nur Champignonsauce verwenden und so? Und das ist halt typisch, Standard, das ist halt das Geile. Also auch gestern so Nico dann geschrieben, yo, unbedingt mit Champignonsauce, das ist das Geilste und so. Keine Ahnung. Also, ich habe mich nur noch mal an den Hate war so schlimm damals, erinnert, dass ich das mit Champignonsauce hatte. So schlimm war der Hate. All die Jahre hab ich es mir immer noch gemerkt. Oh mein Gott. Apropos Hate. Ein Zuschauer hat gerade geschrieben, nee, der hat nicht gehatet. Ich suche einen Ghostwriter, weil wir wollen ein Musikvideo drehen. Und das, ich habe mir ein paar angeschaut, also. Es ist gar nicht so verrückt, dass wir eins drehen wollen. Vor allem, wir haben ein bisschen Budget. Wieso nicht? Habe ich mir auch den Song angehört. Also, der Zuschauer meinte, hey, check mal den 1-Million-Song von KS-Freak aus. Weil das ist ja 1 Million und ich will den rausbringen, wenn wir 1 Million machen, dass man das ein bisschen abändern kann. Dies, das, so ein bisschen daran inspirieren. Und den habe ich auch in letzter Zeit ab und zu mir mal angehört als Referenz. Und da gibt es ja momentan so einen kleinen Beef zwischen Inscope und KS-Freak, was ein bisschen untergegangen ist, weil ABK, Trimax und Sascha und so, der Spendi, der Hauptbeef, da haben wir letztens auch am Freitag im Stream drauf reagiert. Echt spannend. Und die haben auch einen kleinen Beef gehabt. KS-Freak war in Stuttgart zu Gast. Die wollten einen Kochstream zusammen machen. Er, seine 2 Mädels da, die krass aussehen und Inscope bekannt für hübsche Gäste und. Hat das irgendwie nicht so ganz harmoniert, die haben nicht so gevibed. Marc Gebauer ist einfach so gegangen angeblich, weil ihnen das nicht getaugt hat. Und KS-Freak wurde ein bisschen so unter den Bus geworfen, nennt man das, glaube ich. So, jeder dann ihn direkt abgestempelt hat, boah, der hat sich gar nicht verändert. So, die ist in der Vergangenheit hängen geblieben, wo er rumgeflext hat und so und nur Kacke gelabert hat. Und das hat den ganzen Leuten so nicht getaugt. Und dann hat auch Monte direkt darauf reagiert und Nico verteidigt und ein bisschen gegen KS-Freak geschossen. Und dann hat KS-Freak ein Statement rausgehauen, ein Real Talk, den ich richtig krass gefühlt habe. Den habe ich richtig, richtig krass gefühlt. Wo er halt meinte, dass er halt einfach nur also von seiner Vergangenheit geredet, also dass er direkt abgestempelt wurde, zum Beispiel von Marc Gebauer, er ist direkt, wo die sich kennengelernt haben, auf ihn zugegangen. Man weiß natürlich nicht, ob das so stimmt. Und gesagt, hey, du bist doch der den Haram-Content macht und so. Welcher Mensch fragt das so, Digga, was ist das, weißt du? Direkt halt abgestempelt und er wurde halt nur nach seiner Vergangenheit gefragt und hat ein bisschen davon erzählt. Und das habe ich richtig gefühlt. Er war sich nicht bewusst, in was für einer Situation er ist. Er dachte halt, die chillen zusammen und er erzählt halt ein bisschen was von sich. War vielleicht ein bisschen zu ehrlich, war vielleicht ein bisschen zu aufgedreht, nervös, fremde Gegend, andere Stadt, andere Leute, große YouTuber. Spielt natürlich auch ein Faktor. Und also die Moral von der Geschichte ist halt, von seiner Seite zumindest aus, von Nikos Seite ist es anders, bisschen anders. Er war halt sehr er selbst und dafür wurde er verurteilt.
Er hat sozusagen halt nicht drüber nachgedacht, wie er rüberkommt, sondern hat einfach angefangen zu erzählen und dachte, er wäre in einer anderen Umgebung, als es eigentlich ist. Wisst ihr, was ich meine? Er hat sozusagen seinen Schutz mal runtergelassen. Er dachte, hey, das ist eine chillige Gruppe, die chillen, Bierchen, rauchen vielleicht was, der eine oder andere. Also ich will niemandem was unterstellen, dies, das, ihr wisst. Einfach eine gechillte Runde, man erzählt, man labert halt so. Aber es war keine gechillte Runde anscheinend. Und das habe ich halt so gefühlt, ich war auch schon mal in solchen Situationen, wo ich dachte, okay, man kann so sein, wie man vielleicht ist, aber dann doch nicht, weil man dann doch direkt wieder verurteilt wird. Und man muss dann doch ein bisschen so schauen, hey, was rede ich da eigentlich, kommt das gut an, wie hat der jetzt reagiert, hat er jetzt gelächelt, weil ihm die Story taugt, oder lächelt er, weil er denkt, ich bin ein Knecht oder so. Und der Mark Gebauer ist gegangen, warum ist er jetzt gegangen? Und an solche Sachen hat Case Freak in dem Moment einfach nicht gedacht. Er hat einfach erzählt, chillige Runde und das war's. Und das fühle ich. Das habe ich echt krass gefühlt. Oh yes. Ich habe mir ein paar Dragon Ball, ich weiß nicht, Drinks geholt. Die gibt's bei Go Asia, habe ich gesehen. Die werden wir vielleicht später testen, wenn nicht dann morgen. Nochmal den Laden abchecken. Da gibt's Bierpong. Das ist ein richtiger Hipsterladen, wo die ganzen Deutschen, so Anfang 20-Jährigen hingehen und Bierpong und sowas holen und dies, das. Weil die Jungs wollten aus dem Nix irgendwie Bierpong spielen. Bisschen extrem. Und Chong hat mal im Internet geschaut und jetzt wollte ich mal vergleichen die Preise. Aber ich habe keinen Plan. Hier stehen sie nicht. Yes! Bin zu Hause. Schaut's mal, Leute. Hohoho! Goku Blue. Vegeta Blue. Die testen wir morgen. F-Trunks. Buu. Vegeto. Hab was Saftiges bestellt, Leute. Gekauft, nicht bestellt. Hutong Club nennt sich das. Neuer, krasser, gehypter Laden hier in München. Also der Laden sah echt cool aus. So stelle ich mir irgendwie irgendwelche Restaurants in Manhattan vor. Alles echt dunkel, mit so Bar noch und auch wirklich so fast Club. Deswegen auch Hutong Club. Habe ich mir ein bisschen was gegönnt. Die haben auch was Spezielles. Für jede Bestellung anscheinend. Ihren eigenen Cold Brew. Den tue ich mal kurz in den Kühlschrank, wobei das reicht wahrscheinlich nicht. Ich hole mir einfach Eis. So, schauen wir mal. Bin gespannt. Und da sind saftige Sachen. So wie es aussieht. Ist schon ein edlerer Laden. Höher angesetzt mit den Preisen. Fuffi für das alles ist schon viel. Da haben auch keine Asiaten gearbeitet, also das war sehr modern, nicht authentisch eigentlich. Junge. So hatte ich es mir vorgestellt. Extrem wenig. Extrem wenig. Aber trotzdem, vielleicht schmeckt es ja geil. Zwei Baos. Ein paar Dumplings. Was Gebratenes. Und Frühlingsrolle. Teuer. So sah der Laden auch aus, aber ist momentan ein bisschen im Hype hier in München, also was soll ich sagen? Mongolische Lamm-Dumplings. Ist lecker, ja, das schon. Bisschen Kraut zu den Baos. So Kimchi-mäßig. Irgendwie so Krabbentoast sollte das sein. Bin sehr gespannt darauf. Das ist geil. Ja, das ist geil. Frühlingsrollen-Check. Immer wichtig. Eine Erdnusssoße wahrscheinlich. Okay. Hutong Club.
taugt mir echt gar nicht. Auch voll bitter, was ist das, Mann? Probieren wir es mal hiermit. Die Füllung taugt mir gar nicht. Ah, nee, Mann. Der könnte krass werden. Ochse. Ochsenslider. Wow. Finger schön fettig schon. So muss sein, Alter. Krass. Ochsenslider, Hut und Crab. Dieses Crab oder Prawn Toast, irgendwas, auch geil. Frühlingsrolle tot. Lamb Dumplings geht so. Ochsenslider, krass. Oh ja. Yeah. Bombe. Ich befürchte, der ist null süß. Okay, alles klar. Nico will nach Valhalla die ganze Zeit, Regensburg. Dort abchecken für Nikos Reisekanal, ein bisschen was drehen, Nico away. Mein Gott, ich habe so viel Honig angetan und dann auch noch ein bisschen Zucker. Und nicht nur ein bisschen, sondern ich wollte ein bisschen und dann habe ich zu viel aus Versehen reingeschüttet. Und trotzdem ist es noch immer nicht süß und immer voll eklig. Okay, das ist leider nix, Mann. Leider nix. Ja, der Laden war, um ehrlich zu sein, nicht so geil. Der hat ein paar potenziell geile Sachen wie die Ochsensliders. Aber wenn das Gesamtteil nicht dem Level des Preises entspricht, dann muss man nicht wirklich vielleicht vor Ort als Experience dort schön essen. Die Location ist schön, Ambiente und so. Kann man vielleicht mal machen. Ich habe natürlich nicht alle Gerichte probiert. Vielleicht gibt es ein paar richtig geile Gerichte, die sich lohnen. Jetzt von den vier Gerichten. Eins war geil, zwei waren nicht geil und eins war mittelmäßig. Also muss man aufpassen. Vor allem bei dem Preis kann man nicht so viel und so hart rumtesten. Da muss man schon eine gewisse Saftigkeit erwarten. Aber das war's von mir, glaube ich, Leute, oder? Also ich würde den Laden nicht empfehlen. Folgt mir auf Instagram und Twitch. Investiert in Bitcoin, DeFi. Cashflow generieren, serious business and ciao.